Hallihallo Leute, da sind wir wieder und wir wissen ja, wo es diesmal lang geht und was uns erwartet. Deswegen machen wir das mal ganz fix. Hier wollten wir den Bolzentyp noch ändern. Zäckchen. Wie geht das denn? Hoch, komm. Ah, war schon ausgerüstet. Und ja, uns erwarten gleich, wie man weiß, wenn man aufgepasst hat, den letzten Part. Zwei böse, böse Zombies. Und wir gehen schon mal auf die Shotgun. Okay, kommt ihr Wichser. Jetzt werdet ihr gefickt. So. Und. Bam! Der war gut. Der war besser als gestern, der Schuss. Der da aber nicht. Lad ab! Warte, 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 ich hab die Idee. Duck dich wieder. Zack! Mit der Axt. Easy peasy. War viel cleverer, glaube ich. Als jetzt nochmal Schuss zu verschwenden. Weil wenn wir gleich wieder eine Axt finden. Ganz einfach. So, und dann können wir jetzt hier, glaube ich, raus. Hier mit Nachladen. Ist die vollgeladen? Ja, ist er auch. Dann machen wir mal uns hier raus. War schön hier drin. Oh, war natürlich Absicht. Ich habe aber gar nicht zweimal gedrückt. Vielleicht, weil ich Anlauf hatte. Das probieren wir nochmal aus. Und jetzt mit Anlauf. Statt Gleitgel. Nein. Was? Jetzt habe ich auf jeden Fall zweimal gedrückt. Jetzt ist er auf einmal hier am Rum. Sloppy, sloppy. Oh, was? War das erstmal auch schon hier? Oder komme ich jetzt wieder dadurch raus? Ja, ich glaube, ich bin hier so komisch reingekommen, ne? Lädt. 27%. Okay, ich weiß nicht genau, was das. Ob das was für Spiel, ob das ein. Ich habe echt keine Ahnung, was das bedeutet. Also, ich denke nicht, dass es mein PC ist, weil der müsste eigentlich nichts hier großartig laden. Aber jetzt geht es auf einmal so schnell. Ich glaube, es war doch der PC. Sieht doch so danach aus. Dann gehen wir mal hier jetzt raus, oder wie? Ich hoffe, dass ich nur jetzt nicht wieder da reinkomme, wo ich herkomme. Wir wollen hier ja raus. Ja, jetzt sind wir wieder. Am Anfang! Jo, Freili! Dann machen wir uns mal auf. Ah, ich hätte mir den Straßennamen wahrscheinlich merken können. Hätte, hätte. Fahrradkette haben wir nicht. So sieht's aus. Oh, hier sind wir in dem Haus. Stimmt. Wow, wow, wow. War da gerade was? War das gerade die ganze Zeit ein Blutfleck oder lag da was? Aber ich. Wette, da lag was. Ansonsten gibt das keinen Sinn. Was hier gerade. Ja, dann tritt es doch auf. Oh, okay. Ich verstehe. Halb. Hallo? Dann wechseln wir wieder auf die hier. So. Easy. Komm, junge Dame. Komm! Hä, hier vorne! Bist du blind? Ja, genau. Shit, ich treffe den Kopf nicht. Jetzt aber. Boah. Also das muss ich. Wow! Du Fotze! Oh! Alter, dumme Schlampe. Ist sie noch nicht tot? Wie sie weggeflogen ist. Holy moly. Lol. Wie habe ich denn so schnell nachgeladen? Jesus. Die da hat mich echt auf Guard gecatcht. Huch. Muss hier nicht irgendwie noch grüner Schleim liegen? Junge, Junge, Junge. Das war fies. Das Ding ist, ich gehe mal kurz ins Haus zurück, um ein bisschen Zeug zu kaufen und zu skillen. So, wir verbessern einmal hier das und dann haben wir schon gar nicht mehr so viele Waffenteile. Und dann wollen wir wahrscheinlich noch ein paar Sachen herstellen. Schrotmunition ist sehr teuer. Wir gehen erstmal die Waffenmunition hoch. Weil das Ding ist auch, da haben wir einfach jetzt auch die Waffe verbessert. Und ich denke, das rentiert sich einfach am meisten. Die Schrotflinte ist zwar nett, aber wir haben jetzt nicht die Materialien, um da irgendwie so voll viel reinzuschmeißen. Und hier gehen wir jetzt in diesen Spiegel, um zu skillen. Und dann seht ihr, was ich das letzte Mal meinte. Ich weiß natürlich, dass uns jetzt hier
die Dame da erwartet. Ab zum Rollstuhl. Ich schätze mal, einige, die Evil Within 1 gespielt haben, werden die Dame kennen. Zumindest halten die Dialoge, die darauf schließen lassen, dass ich die beiden kenne. Okay. Komm schon, Baby. Show me your tits. Oh, da sind Adrenalinspritzen. Erstmal schön heilen. Easy peasy. Hey, lass mich hier raus. Hallo. Detective Castellanos. Was Tatiana. Für eine angenehme Überraschung. Ah. Willkommen zurück. Hallo. Sie schon wieder. Wie kann das sein? Gute Frage, nächste Frage. Aber es ist schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Sehe ich auch so. Selbst wenn es viel zu viel gesehen hat. Nein, das sehe ich nicht so. Sie wirken müde, Detective. Ja, ich kann sie wieder in Form bringen. Oh, ja. Tell me more. Ah. So wie früher. Oh, ja. Yeah. Dann verbessern wir uns mal. Damit wir besser werden. So wie früher. Was ist denn das? Ne, das wollen wir nicht. Kaufe Fertigkeiten, was macht das? Das ist halt schon mal ziemlich gut, weil wir wackeln schon stark. Ja. Nee, das. Also wir wollen ja irgendwie mehr Schaden machen, ne? Aber das ist alles nicht so gut. Rückstöße. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier ehrlich gesagt reinskillen will. Athletik, was ist das? Ausdaueranzeige ist an sich nice. Aber. Gesundheit könnte auch wichtig sein. Und was mit der Heilung? Ja. Dann gehen wir mal auf Kampf, weil ich denke, das ist dann vielleicht doch das Beste. Was? 5000 Flaschen, dann wäre... Funktioniert nicht bei allen Angriffen. Okay, das ist durchaus interessant, aber wir müssen... Was? Ich bin voll in dem falschen Menü. Sorry. So. Dann scannen wir das jetzt mal einfach. Was macht... Das wäre halt schon nice... Wenn ich keine Munition habe. Ich glaube, ich mache das schon. Was gibt's denn hier? Benommene Gegner wegzutreten. Das ist geil. Das ist auf jeden Fall wichtig. Also wenn ich mit dem Messer mehr Schaden machen würde, das wäre halt schon ziemlich nice. Deswegen gehen wir dabei drauf, weil das Messer macht echt gar keinen Schaden. Oh ja, geil, wie er noch geschockt wird in der Seite. Ja gut, rotes Gel haben wir noch nicht. Das gibt es, schätze ich mal. Wahrscheinlich. Wartet mal kurz. Ich schätze mal bei einem Boss. NCH3. CH3, ONCH3. Wir gehen einfach mal wieder raus. Wir haben jetzt gestealt. War CH3 nicht irgendwas mit Methyl oder so? Ich weiß es nicht mehr. Er wackelt wirklich weniger. Aber selbst wenn, ich weiß gar nicht mehr, was diese ganzen Sachen da, Methylgruppen, Alkane und all so ein Scheiß miteinander zu tun hatten. Aber ich glaube eigentlich, dass das so war. Aber es ist auch egal. Ich weiß nicht, selbst wenn es so war, weiß ich nicht, was Methyle genau gemacht haben. Außer, dass sie irgendwas, glaube ich, vervollständigt haben. Und dass sie nicht alleine stehen, wie man das halt so kennt. Aber ist auch scheißegal. Ich würde sagen, den töten wir mal. Das Problem ist, wir können keine Flasche mehr aufheben. Was? Das ist auch eine Flasche. Okay, hier sind... Die macht so lustige Geräusche, ne? Ist nicht mehr normal. Okay, let's go. Ah, jetzt wackelt er wieder härter, ne? Kaum ist ein Gegner da. Oh, shit. Vielleicht hätte ich mich ranschleichen sollen. Jetzt reagiert sie. Hallo, was hast du denn in der Waffe, in der Hand? Easy Headshot. Oh. Was ist das denn? Ich sollte vermeiden zu sterben. Ja, das ist fair. Das ist nicht gut. Also auf Ding, auf die wusste ich doch. Fotze, Alter, verpiss dich! So offensichtlich, ey. Easy peasy. Jetzt haben wir nur keine Axt mehr. Eieiei. Aber wir sollten es vermeiden, gerade zu sterben, weil ich wieder das Skillen und so machen muss. Ah, ich muss was drücken. Sorry, habe ich nicht erkannt. Also habe ich schon gesehen, aber ich habe es irgendwie nicht wahrgenommen.
muss ich mich noch dran gewöhnen. Das macht halt auch übertrieben viel Krach, obviously. Egal, wir müssen uns jetzt um die Dame da kümmern. Die hat ein Messer, also wenn wir die töten, könnten wir das Messer an uns nehmen. Hier sind wieder weitere Flaschen, das ist halt Schwachsinn. Ja, wir gehen noch ganz kurz ran. Eieiei, jetzt dreht sie sich um. Ich finde das Geräusch einfach geil. So. Und 3, 2, 1. Fuck. Ja, hier bin ich. Warum treffe ich denn manchmal nicht? Komm, lad nach. Alter! Es ist... Also ich möchte ja wirklich nicht behaupten, dass ich mich gut anstelle. Ich weiß ja, dass ich nicht perfekt spiele. Gerade hier mit Controller kann ich das einfach nicht so gut. Aber was die aushält, die Dame, ist halt auch nicht normal. Jetzt ist der vierte Headshot. Alter! Das waren wirklich viele Schüsse, die ich jetzt in die reingewichst habe. Die muss mir aber 7000 Dings geben, bitte. 1200, ja, ist schon ordentlich. Oh, da ist ein Transmitter dabei. Aber habe ich auch nicht erkannt, dass sie so ein super starker sein soll. Oh. Oh. Das hat sich also richtig gelohnt. Also ich meine... Oh. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Jetzt will ich speichern. Gegen die will ich nicht nochmal kämpfen. Ach, Mann. Hier ist so viel Gruseliges. Da vorne leuchtet oben was Rotes. Ich guck mal kurz auf die Karte. Was ist das? Unterschlupf. Woher weiß der das? Das ist interessant. Wollen wir dann noch... Dann gehen wir erstmal hier ins Haus. Komm, scheiß drauf. Whatever. Whatever. Das Problem ist nur, ich habe nicht mehr viel Muni. Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Wenn ich jetzt wieder sterbe, dann bin ich selber schuld. Oh, was soll's. 336. Das sind Flaschen, die brauchen wir nicht. Wir haben eine Axt. Also wir können im Notfall einen Zombie wegklatschen. Das ist schon sehr verdächtig, wie die Dame da liegt. Medizin ist immer gut. Oh, das ist fein. So ein bisschen scheiße ich mich gerade schon ein, muss ich sagen. Also so langsam... Geht mir das Spiel nah. Aber wir haben... keine Wahl. Hier ist ein Tagebuch. Let's go, komm. Was? Was geht hier vor? Was geht hier vor? Tagebuch einer Frau. Einer Frau. Da ist nicht irgendwas mit mir in diesem Haus. Da ist irgendwas, sorry. Aber ich spüre seine Anwesenheit. Ich glaube, es will mich gesehen. Na, na, na. Okay, also... Ja, das hat sie auch gerade gesagt. Hier war doch gerade noch was, oder? Da. Sicherung. Okay, hier ist irgendwas drin. Wenn das jetzt ein kleiner Miniboss ist, dann fick dich weg, ne? Warum zeigt eigentlich manchmal der Pfeil da so auf meine Füße? Ja, ich schätze mal, es ist jetzt schon im Wohnzimmer. Dann gehen wir einfach wieder raus, komm. Wir haben 3 Schuss, einen mit der Shotgun und eine Axt. Da ist es. Oh. Okay. Das ist irgendwie broken. Soll ich jetzt einfach noch rauskommen? Lol, ist das geil. Kann ich da jetzt ausweichen? Warte, warte. Mach mal deine Haare aus dem Gesicht, Baby. Na, schnell wieder hier rein. Was? Was zum Teufel geht hier vor? Ah, da ist es. Hallo. Sie kennt meinen Namen. Es kennt meinen Namen. Hallo? Es ist hinter mir her. Ich muss hier raus. Ja. Habe ich die Taschenlampe an? Ja, okay. Das ist natürlich nicht so clever. Ich frage mich manchmal, wie ich da um die Ecke komme.
La la la. Du, du, du. Was? Trollt dieses Vieh? Komm ich hier durch? Ich schätze, ich müsste durch die Tür, wo das Vieh gerade durch ist. Aber ich habe keine Ahnung, was das für ein Vieh ist. Erinnert natürlich sehr stark an das erste große Vieh. Natürlich war das ein bisschen brutaler. Ups. Aber von der Art und Weise hier. Ich schätze schon, dass ich da hin muss, aber es ist ein Problem da rein. Es muss doch einen Weg hier rausgeben. Okay, dann machen wir die Tür einfach auf. Achso, klar, da komme ich als Spieler natürlich drauf, dass dieses Vieh, was vor der Tür steht, wenn ich die Tür aufmache, verschwindet. Komm schon. Was? What the fuck? Da ist irgendwas. Da ist doch das Vieh. Warum sollte ich da jetzt hin? Oder ist es jetzt da? Da bin ich doch hergekommen. Fuck, da ist es. Ich muss hier weg. Oh, da. Das muss ich irgendwie ankriegen wahrscheinlich. Okay, ich verstehe. Da wo das Vieh ist, in diesen drei Räumen, wird wahrscheinlich irgendwie dieses... eine Karte oder so rumliegen, womit ich da reinkomme. Dreht das wieder um? Ja, ja. Also es geht durch diese Räume da. So, mein Ding, her own business. Einfach nur mit dem Gesang. Aber ich habe echt keine Ahnung, wo hier was liegen soll. Vielleicht in dem Schrank hier. Schublade, nope. Ich gehe mal hier durch. Ich hoffe einfach mal, dass sie dann nicht durchkommt. Hier ist ein Foto. Die brauchen... Mich hier raus. Ah. So. Aber jetzt ist die Frage, ob wir was getriggert haben, wo sie... Ich erkenne gerade nicht die Stimme genau, wo die herkommt. Also hier ungefähr, wo ich hingucke. Aber ich weiß nicht, ob sie sich nach links wegbewegt oder nach rechts. Die ist wieder in dem Raum da. Die geht jetzt nach... Da. Okay, dann gehen wir jetzt rein. What the fuck? Die kann sprinten. Dann gehen wir jetzt erstmal hier hinter. Sucht die mich überhaupt noch? Oder trollt die einfach nur rum? Hier ist halt Licht, das ist halt auch nuttig. Komm schon, jetzt verschwind von der Tür. Aber mein Schatten, der wirft sich ja nur hier. Ja, wobei, hier so nach links könnte der sich werfen. Eigentlich sollte ich auch nicht zu weit von dem Teil da weggehen. Aber wir warten jetzt noch, bis sie links um die Ecke oder wieder rechts reingeht, je nachdem. Sia boy. Und jetzt laufen wir einfach nur noch, würde ich sagen. Das hat die auf jeden Fall gehört. Ganz, ganz leicht aufmachen, okay? Nicht eintreten. Nix. Was ist jetzt? Oh, Sequenz. Soll das jetzt meine Tochter oder ich auf dem Tisch gewesen sein? War das nur Einbildung? Nein. Das war... Was war das? War das real oder nur in meinem Kopf? Warum nicht beides? Warum nicht beides, Sebastian? Ein Relikt. Okay.
Weiß ich nicht, ob ich mir das angucken möchte. Aber wir gehen jetzt mal hier in Ruhe raus. Jetzt ist es hier nicht mehr kalt. Ich wusste doch, dass hier in dem Haus auf jeden Fall was ist. Jetzt wird das hier so alleine stehen. Ein roter Kleider. Wir stellten einen Kleiderständer. Nennt man doch so. Ich kenne nur die Wörter Ständer, tut mir leid. Egalo. Dann. Oh, da ist ein Zombie. Gehen wir zum Speicherpunkt, würde ich sagen. Aber den Zombie da, der da gerade einen Cold Dance aufführt, könnte man eigentlich mitnehmen. Skillpunkte sind nie verkehrt, ne? Was? Warum ist das Auto am aufshaken? Kommt man hier rein? Nee, jetzt geht nicht, okay. Gott sei Dank, ich habe nämlich ehrlich gesagt nicht Lust, hier jeden Quadratzentimeter aufzusuchen in dem Spiel. Was? Wow, 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 wow! Okay, ich habe eine Axt, komm. Easy. Puh, das hat mich jetzt echt ein bisschen erwischt. Ernsthaft, eine Flasche wieder. Nee, Schießpulver. Okay, ich wollte gerade sagen, weil meine Flasche ist auch voll. Ja, ich habe echt nicht mehr viel Zeug. Also ich habe jetzt... Der da lebt doch. Der hat sich doch gerade bewegt, die Dame da. Die da. Ah, jetzt haben wir ein bisschen mehr Schrot. Wechseln wir mal kurz auf die Schrotflinte. Aber wir gehen jetzt einfach... Okay. Danke sehr. Great moves, keep it up. Ah, vielleicht kommt man... Ah, ich sehe. Ich bin's am getten. Zack. Pow. Jetzt kommen wir durch die Garage rein. Und ein Resonanzpunkt wurde protokolliert. Was? Ich dachte... Ja, ist ja egal, was ich dachte. Ich dachte tatsächlich, dass das so ein Typ ist. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der noch aufstehen kann. Dann laden wir doch mal nach. Von nah machen die, macht die schon ein bisschen mehr Schaden. So. Sehr nett. Okay. Hoffentlich nicht das Vieh, was wir gerade gesehen haben. Das ist jetzt natürlich... Eigentlich habe ich jetzt keine Lust, weiter reinzugehen, aber wenn das als Unterschlupf tituliert ist... Sorry, ne? Dann muss das hier safe sein eigentlich. Wahrscheinlich, was nicht so safe ist, ist dieser rote Computer. Oh, hier ist ein Spiegel. Da erschrecke ich mich mittlerweile nicht mehr vor. Wir spritzen uns jetzt mal eine, weil... hier ja eine liegt. Gibt ja keinen Grund, die hier liegen zu lassen. Eine Kaffeemaschine. Oh. Eine Kaffeemaschine. Okay. Sollen wir das jetzt tun? Warum nicht, oder? Wir hätten auch warten können, bis wir rauskommen aus dem Computer, aber vielleicht ist ja dann die Kanne wieder da. Also ich würde den Kaffee nicht trinken, ne? Hier sind alles voller Zombies und so. Ist natürlich jetzt ein bisschen kontraproduktiv mit der das tut gut. Spritze gerade gewesen, aber ich hätte halt so oder so nicht mitnehmen können, ne? Von daher musste ich das tun. Gucken wir jetzt erstmal hier noch kurz rein. Gibt's nix. Wie viele Rekruten? Die Anzahl der Bewerber, ja, was auch immer. Schießpulver. Was hier noch? Hier war noch irgendwas zu nehmen. Na? Vielleicht links von mir? Aha. Rauchbolzen, okay. Interessant, aber nicht so interessant. Wie viele grünes Gel? Da können wir uns noch einen Skillpunkt holen. Das machen wir noch ganz fix. Dann würde ich sagen, speichern wir. Ist immer schön hell. Also schön ist in dem Fall kein Kompliment. Let's go. Die Frage nur, was? 3000 kostet, glaube ich, das nächste Upgrade. Ich würde fast sagen, wir entspannen Sie sich, Detective. Graden nochmal die Waffe ab.
weil einfach der Schaden, glaube ich, schon wichtig ist. Wenn wir... Hallo? Danke sehr. Den Zombies mehr Schaden machen, dass wir nicht immer einen Headshot brauchen, bin ich, glaube ich, sehr gut beholfen. Ja. Das dann machen wir mal. Es ist einfach... Den Rückstoß könnte man auch noch zurücksetzen dann. Es ist einfach, glaube ich, echt das Beste. 75.000. Weil ich meine, die Ausdauer und so, ja, schön, wenn ich mehr laufen kann, aber das Anschleichen habe ich bisher nicht so viel benutzt, dass ich da sage, ich möchte Punkte rein. Man weiß nie. Es ist halt, generell weiß ich nicht, wie lang das Spiel ist und es ist auch das erste Mal so und ich habe auch nie sowas wie Resident Evil gespielt und bin übrigens auch neu, was Controller angeht für Shooter. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel ich sowas brauche und so. Deswegen, ja, ich weiß nicht, wie viele Kapitel es gibt, ob ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt nur Hauptstory machen würde, ob ich innerhalb 4 Stunden durch wäre oder selbst die 16 Stunden dauert und so. Und selbst wenn, wie schwer ist die, muss ich dafür, sollte ich dafür Upgrades haben und so. Das sind alles Fragen, die ich mir stelle. Und das nächste Mal begeben wir uns zu das Marktbetrieb. Ich bedanke mich fürs Zugucken, Leute. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.